Es ist ja fast ein kleines Märchen. Ein Weltklasse-Fußballer ist plötzlich in Waidhofen im Jugendbereich tätig. Was hat dich dazu gebracht, hier eine Tätigkeit anzunehmen, die außergewöhnlich ist für einen unterklassigen Verein? Naja, erstens Weltklasse lassen wir mal weg. Ich meine, ich war bei ein paar ganz gute Vereine, auch europäisch gesehen, aber ich war überhaupt kein Star oder was. Ich war im Kader, habe meine 100 bis 200 Match ne? Und ich habe meinen Europacup zwar auch ein bisschen gespielt, aber Star war ich auf jeden Fall nicht. Das ist fürs Erste. Zweitens habe ich hier natürlich auch Fußball gespielt in Waidhofen und bin hier in der Region hängen geblieben. Und das ist auch für mich interessant. Ne? Ich arbeite jetzt als Scout international für FC Twente, bin viel unterwegs. Aber mein Herz liegt immer noch bei der Trainerarbeit, bei der Jugendarbeit. Und so, ich kann das mit meinem Job sehr gut kombinieren. Und daher ist es für mich auch ideal. So, das ist eigentlich vielleicht sogar eine Win-Win-Situation. Ich stehe gerne am Platz, ich möchte gerne was weitergeben. Und Waidhofen möchte doch im Jugendbereich noch ein bisschen strukturierter arbeiten und noch mehr auch die Trainer helfen, unterstützen, damit die allgemeine Ausbildung einfach besser wird. Und so helfen wir uns gegenseitig. Bevor wir über diese Tätigkeit reden, vielleicht auch zu deiner jetzigen Tätigkeit. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Was ist ein Scout für einen Club wie Twente Enschede? In diesem Niveau FC Twente, sagen wir, ein Verein, die wollen natürlich auch immer europäisch spielen, Champions League, Europa League, ist es eigentlich ganz normal, dass eigentlich Europa flächendeckend betreut wird, beziehungsweise gesichtet. Und ich bin in erster Linie verantwortlich für Österreich, Schweiz und Tschechien. Aber darüber hinaus kommen natürlich auch andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt EM U19 in Litauen, wo ich dann wieder hinfliege. Oder letztens war ich in Portugal, ein Turnier U19. Es kommen einfach verschiedene Sachen dazu. Aber das ist natürlich nicht ein 8-5 Job. Ja, man ist mal wieder eine Woche weg, dann ist man wieder eine Woche zu Hause. Und daher lässt sich das gut kombinieren. Lass uns ein bisschen teilhaben. Wie spielt sich das wirklich ab? Du fliegst wohin, schaust dir einfach Spiele an und findest einfach intuitiv Spieler, wo du sagst, die hätten noch eine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Die brauchen jetzt das Umfeld, die brauchen einen Verein, wo sie quasi in ihr Fußballerleben einsteigen können. Ja, erstens ist wichtig, was schaue ich mir an? Bin ich bei einem U17-Spiel oder bin ich bei einem Europa League-Spiel? Ne? Es geht darum, schaue ich an dem Tag auf talentvolle Spieler oder schaue ich Spieler, die müssten sofort bereit sein? Das ist schon mal wichtig. Vor allem, wenn man im Jugendbereich schaut, schaut man nicht nur auf, wer ist der Beste am Platz, weil das sieht oft auch jeder. Aber auch muss man schauen, wer hätte das Potenzial, ne, vielleicht in ein, zwei Jahren ne, bei uns zu spielen. Und vor allen Dingen, dann geht es wieder darum, was möchten wir gerne. Ne? Der Verein gibt ja vor, vom System her, vom Charakteren her, was sehen wir gerne bei uns im Verein. Ein englischer Verein hat vielleicht eine andere Vorstellung von einem Mittelstürmer als zum Beispiel in Holland. Das muss man alles berücksichtigen. Jetzt wieder vielleicht ganz kurz zurück zum SG Waidhofen. Ich habe jetzt von dir gehört, dass du diese Lebenseinstellung, diese sportliche Einstellung eines unterklassigen Vereins wie SG Waidhofen sehr schätzt. Das heißt, es geht dir nicht so sehr ums Leistungsprinzip, sondern es geht dir um die Einstellung im Kopf und auch um die Einstellung des Einzelnen, dass er auch in der Mannschaft, im Mannschaftsgefüge Platz greifen kann. Ja, sicher ist das ganz wichtig, aber in erster Linie muss man sich positionieren als Verein. Sag mal, SG Waidhofen wird nie in Real Madrid sein und wir sind hier im Ibstal wohnhaft und es ist wunderschön hier und wir haben hier ein ganz liebes Städtchen und ich finde, SG Waidhofen sollte erste Anlaufstelle sein für die Burschen oder auch Mädchen, wenn sie Fußball spielen wollen. Ja, dann müssen wir ein gutes Umfeld schaffen und das ist unsere Rolle. Und klar, wenn wir ganz talentierte Spieler haben, möchten wir sie mehr fördern und vielleicht auch für höhere Aufgaben abliefern, ne? Ausbildungstechnisch gesehen. Aber wir sollen in erster Linie Anlaufstelle sein für die Kinder hier in der Gemeinde, die gerne Fußball spielen möchten. Ja, und dann ist wichtig, dass wir
solche engagierte Leute im Vorstand haben. Das war früher nicht der Fall, da war ich auch tätig in Waidhofen. Da gab es zwar nominell viel im Vorstand, aber eigentlich, die echt kackelt haben, auf Deutsch gesagt, waren viel weniger wie jetzt. Eigentlich, sage ich schon eigentlich die ganze Zeit, ist SG Waidhofen vorstandsmäßig besser aufgestellt wie früher. Eine gewagte Frage, was gefällt dir an Twente Enschede und was gefällt dir am SG Waidhofen? Naja, Twente Enschede ist ein Verein, ich war dasselbe in der Jugend und ist in den letzten Jahren fast explodiert von der Größe her. Ich meine, die sind von 12 Millionen Euro Budget auf einmal jetzt so um die 50 Millionen und 30.000 Zuschauer im Schnitt. Trotzdem haben sie nie ein bisschen einen familiären Charakter verloren. Immer noch, wenn man da kommt und man dann ist es, hey Bernhard, Tasse Kaffee, trinken wir was, plaudern wir ein bisschen. Na, es ist immer noch, trotz dieser Größe, und ich meine, das sind 250 Mitarbeiter im Büro, als Trainer, das ist ein Riesenbetrieb, ist trotzdem noch dieser warme Charakter noch da, das schätze ich sehr. Und das ist auch eigentlich, was jetzt SG ausmacht. Jeder ist sehr engagiert, es geht nicht um Geld oder irgendwie oder Ruhm oder irgendwas, es geht nur um SG und um die Kinder und um die Gemeinde Waidhofen. Naja, aber da ist ja, glaube ich, doch der ganz große Unterschied. Bei Twente Enschede geht es offensichtlich doch um Geld, das ist ein Profifußball. Was emotionalisiert dich, hier tätig zu werden, und was ist eigentlich jetzt konkret deine Tätigkeit, was hast du vor in Waidhofen? Na, erstmal gefällt mir bei SG, dass die SG sagt einfach ganz klar, wir wollen keine Legionäre. Schau, ich bin selber Ausländer und ich meine, ich wohne hier und zahle Steuern, habe mein Haus hier gekauft. Schau, so ein Ausländer ist natürlich herzlich willkommen, auch bei uns. Aber dass es Vereine gibt in allerletzte Klasse oder vorletzte Klasse, die einfach irgendeinen Tschech holen, der da herfährt und sein Geld kassiert und wieder zurückfährt, ist für mich der allergrößte Schwachsinn aller Zeiten. Das ist sogar so weit, das traue ich mir in Holland gar nicht erzählen, weil die sagen, die würden mich, glaube ich, auslachen, wo ich überhaupt wohne. Das ist natürlich, wenn man das echt mal überlegt, in der allerletzte Klasse hole ich zwei Tschechen, die kommen da her und fahren wieder heim und das kostet mir 10.000, 15.000 Euro im Jahr. Ich glaube, einen größeren Schwachsinn im Fußball, glaube ich, ist überhaupt nicht möglich. Das ist mal zu, und das sagt einfach SG, nein. Schau, wenn der örtliche Pizzabäcker ist ein Italiener und der will hier Fußball spielen, super. Ne? Der wohnt hier oder jemand ist verheiratet, hat daher geheiratet aus einem anderen Land, ist ja kein Problem. Aber Legionäre, die daher kommen, ist natürlich ein Schwachsinn ohne Ende. Österreich hat in der letzten Zeit durchaus Spieler hervorgebracht, die aus Akademien kommen. Jetzt ein Beispiel klarerweise ist Alaba. In Holland ist es etwas anders. Ja, naja, die Akademien, sagen wir, von der täglichen Arbeit ist es ähnlich, aber es ist halt ein bisschen anders strukturiert. Vor allen Dingen hier in Österreich werden Spieler sehr rasch in ein Internat gesteckt. Und in Holland sagt man, okay, das ist ein bisschen gefährlich, weil auf Nacht, man weiß nicht immer, was sie machen natürlich. Und da arbeiten sie sehr gern mit Gastfamilien. Das heißt, es gibt da 10, 20 Gastfamilien, die sind bereit, für FC Twente dann einen Spieler aufzunehmen. Und der nimmt einfach an normalen Familienleben teil. Vorteil ist natürlich, dass sie einfach geregelte Mahlzeiten, die werden natürlich ein bisschen nachgeschaut, machen sie ihren Hausaufgaben, ja, früh ins Bett, dass sie da kein Blödsinn machen auf Deutsch. Und damit fahren die niederländischen Akademien sehr gut und das ist bis heute noch. Das ist ein bisschen der Unterschied. Und wenn ich jetzt dich frage, was ist jetzt deine konkrete Aufgabe, was hast du dir vorgenommen, um SG Waidhofen zu unterstützen, wirklich auf einer Ebene, wo du sagst, das gibt mir selbst auch etwas? Naja, das Wichtigste ist, schau, ich habe natürlich immer wieder geschaut und ich habe mit Charlie Leutkep immer Kontakt, was tut sich in der Jugend. Und das Erste, das Wichtigste ist, dass es gibt viele Kinder, das ist schon mal sehr gut. Die bleiben auch gern beim Verein, das ist auch gut. Wir haben engagierte Trainer, das ist auch gut. Sag mal nur, wo ich gesehen habe, wo kann man eventuell was besser machen, ist doch, dass wir eher einheitlich trainieren und ausbilden. Das heißt, jetzt sind die Trainer
sehr engagiert, aber machen fast, was ich so gesehen habe bis jetzt, eigentlich ein reduziertes Erwachsenentraining. Ne? Das sind Trainer oder Väter, die haben irgendwo eine Übung gesehen und sagen, hey, gute Übung, die mache ich. Ne? Und man muss schon, glaube ich, altersstrukturiert trainieren. Das heißt, gewisse Übungen, gewisse Abläufe kann man mit 8-Jährigen nicht machen, aber sehr wohl mit 14-Jährigen. Und das möchte ich jetzt durchstrukturieren, dass man einfach ein angepasstes Training für U8, U9, U10, dass man das immer weiterentwickelt. Ne? Die Jungs oder auch Mädchen brauchen in ihrer fußballerischen Ausbildung, jede Etappe müssen sie absolvieren und nicht einfach 11 gegen 11 Match und schau mal, geh mal und hau mir den Ball nach vorne. Schau, das werde ich ausarbeiten und auch die Trainer versuchen zu vermitteln durch interne Fortbildungen oder auch beim Training komme ich vorbei und dann machen wir das Training gemeinsam und versuche die Trainer Feedback zu geben, auch mal in Form eines E-Mails, wo ich mal vielleicht ein paar Übungen genau für seine Alterskategorie ihn mal schicke, dass er das ein paar Bilder hat sogar. Auf YouTube gibt es ganz, ganz viel und das werde ich für jeden Trainer so ausarbeiten. Das heißt, schau, ich will ihm nicht vorschreiben, was er genau von erster bis letzter Minute, aber dass ein paar Sachen ein bisschen aufgreifen eventuell und dass dadurch die Qualität eventuell steigert. Du möchtest ja auch, dass alle Spieler zum Zug kommen, dass alle wirklich auch teilhaben am Erfolg, aber auch am Misserfolg. Das ist für mich eine Abkehr des Leistungsgedanken. Ist das im internationalen Fußball eigentlich gefragt? Ja. Schau, wenn du jetzt sagst, es ist eine Abkehr von Leistungsgedanke, bin ich sehr froh mit deiner Aussage, weil das macht, so eine Aussage machen ca. 98%. Und ich meine, wie gesagt, wo sind wir? Sind wir bei Real Madrid oder sind wir bei SG Waidhofen? Und wenn wir eine Familie sein wollen, wo wir sagen, okay, jeder Bursche oder Mädchen ist herzlich willkommen bei uns, zu trainieren, zu spielen, dann muss er auch spielen. Wenn er brav trainiert und er gibt Gas, oder sie, und dann sagen wir in der U11 gegen Oponitz, naja, du bist nicht so gut, du spielst nicht heute, das kann es nicht sein. Schau, trotzdem, wenn wir versuchen, die talentiertesten Spieler durch extra Trainings und ein bisschen mehr Einsätze zu fördern, aber trotzdem, alle Kinder kommen zum Einsatz bei uns und dadurch verlieren wir vielleicht mal. Aber sagen wir ehrlich, wen interessiert U12 mittleren Playoff, SG Waidhofen gegen Allersberg U12? Das interessiert niemand. Es interessiert natürlich genau die Leute in Waidhofen und auch in Allersberg. Ja, das kann sein, aber es interessiert viel mehr. Wird mein Kind, hat er Spaß? Kommt er mit einem Lächeln nach Hause? Ist er happy bei uns? Kommt er gern? Und entwickelt er sich? Wird er besser? Weil wir es viel zu früh in Österreich auf Leistung und nur die Jungs, die gewinnen. Die Jungs, die nicht spielen, sind oft auch sehr talentiert, sind nur körperlich nicht so weit, aber gehen dadurch verloren. Die sagen, ja, ich spiele nicht und höre auf. Und unter diesen Spielern verbirgt sich sehr viel Potenzial, weil sie technisch-taktisch sehr gut sein könnten, aber sie spielen nicht, weil sie nicht fürs Resultat interessant sind, weil sie vielleicht körperlich noch nicht voll entwickelt sind. Und dadurch geht viel Potenzial verloren, überhaupt in Österreich. Okay, dann verlieren wir mal in U12. Aber es geht darum, was liefern wir am Ende ab? Erstmal für uns SGE oder vielleicht sogar für die Region, vielleicht für Adacker, für Amstetten, vielleicht ein Profi. Sollten wir mehr Menschen haben, die wie Bernhard Schöttemann denken? Naja, ich will nichts. Ich traue mir zu sagen, dass meine Gedankenweise für Jugend, sagen wir zwischen U8 und U16, ist, glaube ich, richtig. Und ich kämpfe einfach dagegen, dass ich weiß zum Beispiel ein Verein hier in der Umgebung, der hat vor einigen Jahren, die hatten einen sehr talentierten Spieler, enorm talentiert. Und die haben den Meisterschaftsplan so gelegt, dass er bei der U15 spielen konnte, U16, U18 und überall, dass er da natürlich die Tore schießen konnte. Der Bursch hat 46 Match bestritten in einem Jahr und ich höre manchmal Bundesligaspieler, die sagen, boah, ich habe alle Match gespielt in der Bundesliga, 36 Spiele. Boah, ich bin ein bisschen müde, ich muss in Urlaub. Und diese Verein hat einen 14, teilweise 15-jährige Bursch einfach 46 Spiele machen lassen. Ciao. Und
Das kann es nicht sein, finde ich. Aber trotzdem ist Fußball ein Beruf geworden. Aber nicht in Waidhofen. Wir sind in Waidhofen. Wir sind nicht bei Real Madrid. Wir sind hier bei Waidhofen und wir sind eine Familie. Und wir sind hier, wenn Kinder ins Volleyball spielen wollen, dann gehen sie ins Volleyballverein. Und wenn Kinder gern Fußball spielen wollen, kommen sie zu uns. Egal, ob sie groß sind, 20 Kilo, 40 Kilo, 60 Kilo, ob sie dunkle Haare haben oder blonde Haare. Die sind bei uns willkommen. Und wir werden mit denen arbeiten und Spaß haben.